sognavo i tuoi sapori, camminando fianco ai muri. E adesso che mi stai vicina più che mai, e sfioro piano al buio il rosa caldo del mondo tuo, mi dimentico. Hey, kurz Update, und zwar werde ich in anderthalb Stunden nochmal mit meiner Gastfamilie skypen. Und ja, ich zähle jetzt schon langsam die Tage runter, sind jetzt nur noch 7 Wochen Schule. Und dann geht's in 71 Tagen geht's los. Erstmal nach New York und dann nach Dallas. Ich werde immer aufgeregter. Ich überlege schon die ganze Zeit, was will ich eigentlich alles mitnehmen, was brauche ich da alles. Und am Freitag hatte jetzt die Älteste von meinen Gastkindern Geburtstag und ist 12 geworden. Und ja, ich habe denen allen, die jetzt Geburtstag hatten, die letzten Monate eine Geburtstagskarte gemacht, die haben mich richtig gefreut. Und ja, jetzt rede ich nachher nochmal mit denen und ich freue mich und werde dann nochmal so berichten, was wir so geredet haben. Bis später. So, es ist jetzt Abend. Ich habe mit meiner Gastfamilie mit 3 Stunden geskypt. Da fand ich für mich auch sehr wichtig, weil ich von vielen den Tipp bekommen habe, viel mit der Familie zu reden, bevor ich da einfliege. Das habe ich jetzt gemacht. Das Mal im Februar geskypt, und das war nicht nur, weil ich meine, jetzt ist ja schon Mitte Mai. Und deswegen war das auch wichtig, dass wir nochmal geredet haben, wieder über alles Mögliche noch, was wir erwarten voneinander, was worauf wir uns freuen und so weiter. Und da habe ich sogar die Gastoma und den Cousin von der Gastmama kennengelernt. Auch beide sehr lieb. Die waren auch sehr zu Hause bei dem gerade. Und ja, also die Skypen jedenfalls ganz wichtig. Wir werden das Au-pair, nehme ich mal auch an. Jetzt habe ich einfach wieder noch diese Selbstsicherheit, dass es alles super klappen wird, wenn ich dahin gehe. Und das nächste Mal werden wir im Juni nochmal skypen. Dann weiß ich auch schon, wie ich von New York nach Dallas fliege, weil die mir jetzt mein Ticket buchen wollen und so. Und danach wollen wir nochmal im Juli, kurz bevor ich dann komme, nochmal reden, wegen Kofferpacken, was ich auf jeden Fall mitnehmen muss und was ich nicht so brauchen werde und so weiter. Dass ich da also gar keine Probleme habe, dass es klappt. Und ja, ich kann ja nochmal, wenn irgendwelche Fragen sind oder so, im Video, was ich unbedingt nochmal machen soll, kann ich das gerne noch machen. Ansonsten sind jetzt nur noch knapp 2 Monate und dann geht mein Abenteuer auch schon los. Und da freue ich mich ganz drauf. Und da werde ich auf jeden Fall dann wieder regelmäßig Videos machen und dann diesmal meine Care-Erfahrungen auf Video festhalten, weil ich gemerkt habe, ein Videotag ist einfach toll. Besonders, wenn man sich danach wieder angekommen, wie man mal auftauscht, ja, will ich auf jeden Fall nochmal machen. Und ja, toll, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so. Okay, also, ich zähle die Tage ja schon, 71 Tage noch. Ja, ich melde mich dann auf jeden Fall irgendwann mal, was Neues wieder gibt. Bis dann.